Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Berlin bereitet sich auf Afghana vor. Clubmodellprojekt wohl erfolgreich und Berlin-Partner mit positiver Bilanz. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 18. August. In Berlin gibt es 552 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Mittwoch hervor. Die beiden Corona-Ampeln der 7-Tage-Inzidenz stehen weiter auf Rot. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 69,2 Berliner neu infiziert. Im Wochentrend ist der Wert im Vergleich zu letztem Mittwoch um 53% gestiegen. In der Bundespolitik wird weiter hitzig darüber diskutiert, wie es zur jetzigen Afghanistan-Krise kommen konnte. Wie konnten die Behörden und das Auswärtige Amt die Lage vor Ort so massiv falsch einschätzen? Ins Zentrum der Kritik rückt nun offenbar der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Bruno Kahl. Laut einem Bericht des Online-Magazins Tichys Einblick plane die Bundeskanzlerin Angela Merkel, den BND-Chef zu feuern. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller rechnet mit steigenden Flüchtlingszahlen aus Afghanistan. Darauf müsse sich die Stadt nun vorbereiten. Er habe den Senat deswegen aufgefordert, sich um zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten, Gesundheitsversorgung, Bildungsangebote und Sprachvermittler zu kümmern. Wie das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten mitteilt, stünden aktuell rund 1250 freie Plätze für afghanische Flüchtlinge bereit. Berlin-Partner hat eine positive Bilanz für das erste Halbjahr 2021 gezogen. Zusammen mit Wirtschaftssenatorin Ramona Popp stellte der Berlin-Partner-Chef Stefan Franzke die Bilanz am Mittwoch im neuen AI-Campus der Merantix AG im Gesundbrunnen vor. Wir können aber trotzdem einfach trotz dieser Widrigkeiten sagen, dass die Berliner Wirtschaft bislang gut durch die Krise gekommen ist. Gesamtwirtschaftlich, wenn man das im Bundesländervergleich anschaut, sind wir sehr gut im letzten Jahr beispielsweise, was ja das Krisenhafteste gewesen ist, gut durch die Krise gekommen. Berlin hat ja in 2020 einen Rückgang des BIP von 3,3% zu verzeichnen. Im Bundesdurchschnitt waren es 4,9% Wirtschaftseinbruch. Berlin-Partner ist ein öffentlich-privater Zusammenschluss zur Wirtschafts- und Technologieförderung in der Hauptstadt. Das Netzwerk besteht aus dem Land Berlin, den Kammern, Verbänden sowie zahlreichen Firmen. Im Zentrum steht die Standortwerbung für Berlin. Der Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses zum BER hat nach 3 Jahren Arbeit am Mittwoch seinen Abschlussbericht vorgelegt. Laut dem Bericht habe es beim Hauptstadtflughafen kaum einen Bau- oder Planungsfehler gegeben, den man nicht gemacht habe. Durch Termindruck sei oft zudem hektisch und ohne Plan gearbeitet worden. Im Oktober 2020 war der BER nach 9 Jahren Verspätung eröffnet worden. Alle Corona-Nachtests des Pilotprojekts der Berliner Clubs sind negativ. In einem Pilotprojekt durften vor 1,5 Wochen 6 Berliner Clubs das ganze Wochenende für 2110 Personen öffnen. Die Partygäste wurden zuvor per PCR getestet, konnten dann aber ohne Maske und Beschränkungen feiern. An den Nachtests nahmen nun knapp 70% der Feiergäste teil. Bildungssenatorin Sandra Scheres hat gefordert, Lehrer in Berlin künftig zu verbeamten. Scheres sei schon seit 2019 für Verbeamtungen, bisher habe aber die Grüne und die Linke in der Koalition blockiert. In der Hauptstadt steigen die Schülerzahlen seit Jahren an. Gleichzeitig droht Berlin durch die einsetzende Pensionierungswelle der Babyboomer künftig ein großer Lehrermangel. Heute Abend erwartet Sie bei uns auf TV Berlin um 20.15 Uhr der neue Politik-Star-Talk aufgetischt und nachgefragt. Der Präsident der DEHOGA Berlin, Christian Andresen, diskutiert mit den Spitzenkandidatinnen für das Berliner Bürgermeisteramt. In der ersten Ausgabe spricht SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey über Mobilität, Nachhaltigkeit und die nötige Verwaltungsreform für Berlin. Und damit zu den Wetteraussichten. In der Nacht zum Donnerstag wird es in Berlin wolkig bei Temperaturen um die 17 Grad.
Am Donnerstag selbst bleibt es dann den ganzen Tag bedeckt bei Höchsttemperaturen von höchstens 20 Grad. Bis zum Mittag ist außerdem immer wieder mit starken Böen zu rechnen. Auch der Freitag wird trüb bei Temperaturen um die 21 Grad. Erst zum Wochenende hin können wir uns dann wieder nochmal auf sommerliches Wetter einstellen. Der Samstag wird ganztägig sonnig bei Temperaturen von um die 25 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.